jetzt muss das geschnallt haben. Venus. Hallöchen, Venus. Und erstmal Hallöchen, die YouTube-Leute. Ich sag euch, hier machen wir, ihr seid mal ehrlich, hier machen wir was mit, oder? Hier, meine emotionalen Schwankungen gestern. Also ich habe gerade eben schon gesagt, hier im Livestream. Erstmal hallo nochmal alle im Livestream und so. YouTube-Leute nochmal, die ganze Welt. Ich grüße auch mal, wem könnt man grüßen? Irgendwas Nettes so. Wien. War wir ja gerade noch, sind wir noch in Wien? Nee, wir sind schon wieder rausgefahren, glaube ich. Grüßen, was? Raiden. Ich bin gerade in WoW, Raiden. Das heißt, ich bin mehr abwesend als... Wow, coole Sache. Venus ist am Raiden, voll geile Sache. Also, ich weiß, das klingt jetzt bildungstechnisch ein wenig tiefgestellt, aber hey, voll geile Sache, hä? Voll, sie ist am Rumraiden, ne? Geile Sache. Ach ja, Mensch, WoW. Da fängt man wieder an zu schwärmen, WoW. Mein Hypnotiker steht da rum und wartet auf mich. Sie wartet darauf, dass wir uns beide wieder verbünden mit... Also, die Hypnotiker in Hypnos World und diese Hypnotiker hier. Wenn wir beide wieder zusammen sind, dann vibriert der Boden, die Mächte der Finsternis steigen wieder auf, der Boden bricht auf und die Horde erwacht zum neuen Leben. Dann ist die Tochter von Sylvanas wieder da. Um das Banner der Horde wieder hochzuhalten, flatternd im Wind und schreiend mit gezogenem Schwert Richtung Sturmwind ziehend, obwohl da gar nichts mehr ist. Trotzdem, einfach mal aus Spaß dahin ziehen. Ja, was? Ja, hab wieder angefangen. Yes! Was? Vettel können wir grüßen? Was? Vettel können wir grüßen? Das hat was mit Fußball zu tun, ne? Ja, wir können ja mal, wir grüßen mal hiermit inoffiziell. Oder nee, wir grüßen mal offiziell die deutsche Nationalmannschaft. Ja? Schießt ordentlich Tore, versucht nicht nur die Latte zu treffen, auch mal dazwischen, zwischen den Stäben, nicht? Diese eine Querstange, eine rechts, eine links und ihr müsst dazwischen schießen. Nicht drüber, nicht rechts, nicht links, dazwischen rein. So, dass hinten das, bis zum Netz, ne? Bis zum Netz so durch. Genau. Einfach an diesem komischen Mann, der steht da so irgendwie in dem Ding drinne, einfach vorbeischießen. Und dann, ja, dann ist gut, dann ist alles gut. Öfter, am besten öfters mal vorbeischießen an dem und dann ist alles gut, dann ist alles gut. Ja, wir grüßen mal die deutsche Nationalmannschaft. Gebt euch Mühe, ja. Wenn nicht, ihr wisst ja, ein bisschen na, und so. Ihr versteht ja. Notfalls den anderen einfach mal, wenn ihr den Ball hinterher rennt, einfach mal den anderen den Schlüpfer runterziehen. Ihr werdet sehen, der bleibt sofort mit dem Ball stehen. Einfach mal die Trainingshose runterziehen, ja. Seine Boxershorts da und ihr werdet sehen, der bleibt sofort stehen und ihr könnt mit dem Ball weiterrennen. Das ist mein Tipp an die Nationalmannschaft, aber macht es nicht so oft. Ja, macht es nicht so oft. Einfach mal hinterherrennen und ziehen. Ja, und vorbeirennen. Und mit dem Ball weiterrennen. Ja, kann ja nicht schaden. Dass das noch keiner gemacht hat. Also wenn ich Fußball spiele, wird einer mal die ich soll einer mal die Hose runter. Nein, das ist gemein. Okay, oder? So. Ah, nein, sie hat die Hose runtergezogen. Nein. Ach Mensch, was wollte ich sagen? So. Mensch, wir nehmen ja schon auf. Also erstmal, genau, Vettel, Dings, ja, genau, Vettel, Fünftel, Faftel, ja. Wir grüßen natürlich auch alle Formel-1-Fahrer, ja. Denkt dran, auch wenn es jetzt ziemlich leicht geworden ist, Formel-1-Fahren, ja. Ich glaube, die fahren fast schon alleine, diese Wagen, oder? Früher war es ein bisschen schwieriger, da musste man noch schalten, ja. Heute ja nicht mehr. Heute drückst du auf ein Knöpfchen und, ja, ist leichter geworden. Das meiste wird von der Box aus gesteuert. Ich glaube, vielleicht steuern die sogar von der Box aus schon den Formel-1-Wagen. Ich weiß ja nicht genau. Also früher, sagen wir mal, zu Williams-Zeiten, wo noch Williams gefahren ist, wo Schumacher noch auf dem Benetton gefahren ist, ja, wo Alesi dabei war, Fittipaldi kam zwischendurch auch mal wieder, Berger war dabei und oh, wer war noch alles dabei? Senna ist leider gegen die Wand geprescht, das habe ich noch gesehen. Also ich habe regelmäßig zu der Zeit geguckt, da war Schumacher im Benetton, Williams mit Nigel Mansell, Ayrton Senna auf McLaren, wo er dann dramatisch damals verunglückt ist, das habe ich ja live gesehen, also nicht live, ich war nicht direkt dort anwesend, ja. Ich hatte gerade zu tun. Aber ich war am anderen Ort der Welt. Jedenfalls, das war dramatisch, wo der gegen die Wand gefahren ist, ja. Ayrton Senna auf McLaren. Waren dramatische Zeiten. Berger, wie er durch die Lüfte immer flog mit seiner Kiste. Also nicht immer, aber er hat schon so, ich glaube, er hält den Rekord im Fliegen mit seinem Formel-1-Wagen und im Drehen. Ich glaube, er hält den Drehrekord mit seinem Formel-1-Wagen. Ja, also das waren tolle Zeiten. Vor allen Dingen, wie sich Senna und Nigel Mansell immer über Schumacher geärgert haben, ja. Über Michael, ja, über unseren Michel, weil der praktisch mit seinen 8 Zylinder
Ist ja den Beinen, glaube ich, war, das hatten die vor 10 drin, vor 12. Jedenfalls so, der ist mit seinen 8 Zylinder, ist ja den Beinen manchmal weggefahren oder ist besser gefahren. Die beiden, was ist denn los? Und haben die beiden sich bei ihrer Boxenkuh, mein Gott, Schmerz, und haben sich voll aufgeregt. Das kann ja nicht sein, dass der Schumacher besser fährt als die beiden. Die sind ja alteingesessene Freaks gewesen. Und dann kam halt Schumacher irgendwann auf den Platz, ja. Also ist dann wie sagt man, ist dann erschienen und fuhr dann wie so ein junger Gott und fuhr den beiden erstmal was vor. Und das konnten die, vor allem mit dem Benetton, und da konnten die mal nicht so richtig schnallen. Das hat eine Weile gedauert. Und dann, also das muss man gesehen haben, muss man live gesehen haben. Das war eine tolle Zeit. Schumacher auf dem Benetton. Die Schaltner und kriegen seit 2014 keine Hilfe mehr aus der Box. Mittlerweile sind es V6 Hybrid. Siehst du, da geht schon los. Ja, damals war das so, dass bei Williams, wo noch Nigel Mansell gefahren ist, der Williams war dann irgendwann so getuned und so abgespaced, dass den keiner mehr eingeholt hat. Dann haben sie versucht, dann kam ein neues Reglement raus, wo sie dann gesagt haben, so, jetzt muss praktisch, der Williams muss schwerer gemacht werden, dann müssen die pneumatischen Dinger da müssen neu justiert werden und das muss gemacht werden. Dann haben sie immer mehr diese Formel 1 dann immer mehr, ja, runtergestuft, ja, ein bisschen langsamer noch machen, weil früher waren sie noch viel schneller gewesen und noch langsamer und noch schwerer und noch das noch weg und noch hier. Wo ich mir auch dann dachte, ist das eigentlich noch Formel 1 oder fahren wir jetzt alle mit Wattebällchen da durch die Gegend? Ja, das wurde immer ungefährlicher. Früher war es ja noch so eine Art, Formel 1 war ja noch gefährlich gewesen. Das war ja die wie sagt man, die Elite-Klasse, wo man so richtig und dann so. Ja, das fragt man sich, dann kann man ja gleich Formel 3000 und alle anderen, oder am besten guckt Indycar. Bei Indycar ist dann sowieso noch ein bisschen mehr Action. Oder hier, über Land und so. Wie heißt denn das hier? Dass du über Land fährst. Ja, so jetzt, Mensch, wir sind ja nicht bei ETS. Mensch, wir sind ja bei Singles, Leute. Wir sind ja bei den Schulen. Ich rede schon wieder, als ob ich bei ETS wäre. Gut, jetzt aber. Ja, das, guck mal, alles, was wir jetzt reden, das sieht ja sonst gar keiner. Ja, das geht ja unter, weil es guckt ja gar keiner Singles. Die denken alle, naja, ist halt nur so ein Singlespiel, das gucke ich mir jetzt gar nicht an. Wenn die wüssten, was hier so manchmal los ist. Was wir hier manchmal so für Ferkeleien treiben. So. So, was war's? Ich wollte irgendwas Wichtiges zu Singles sagen. Und zwar, wir sind ja nicht vorangekommen, ja? Wir gehen das mal rein, wir starten das mal. So, erstmal starten. Und dazu schalten wir es mal um. Na, 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 klack. Und Venus ist am Raiden. Ein schönes Wort, oder? Raiden. Ja. Raiden. Mensch, wenn man zum Beispiel Sturmwind geradet, also wenn man zum Beispiel in Sturmwind, wenn man da praktisch mit der ganzen Horde hinmarschiert ist, dann ist da, wenn du praktisch beim König rumhantiert hast, dann ist immer so ein Kleidchen abgefallen. Und dieses Kleidchen, das konntest du früher teuer im Auktionshaus verkaufen. Und ich habe das damals auf der Hornseite, das gab es dann auf der Hornseite, ja, zum Kaufen. Man hat es dann so rübergeholt, nicht? Es gab da so Tricks, wie man es rüberholen konnte. Und dieses Kleidchen habe ich dann damals meiner Freundin ihr zum Geburtstag geschenkt. Also in WoW, zum Geburtstag geschenkt. Da sind wir extra nach Silbermond gefahren. War das Silbermond? Wie heißt denn die Stadt von den Blutelfen? Silbermond, oder? Wie ist denn das? Silberding, Silbermond? Man ist schon, ich spiele seit 2009 nicht mehr. Silbermond? Doch, Silbermond, oder? Und dann waren wir in Silbermond in so einer Kneipe da, in so einer Kaschenke, also Taverne drin. Naja, das ist ja alles eigentlich Luxus, alles schön. Das ist ja alles schön in dieser Stadt. Das ist alles schön. Und da habe ich ihr das dann feierlich überreicht, dieses Kleidchen. Und noch ein Geschenk, ein Drachen, den ich gefarmt habe. Einen seltenen Drachen. Also so ein Haustierdrachen, der immer so mitfliegt, so ein Haustierdrachen, den habe ich extra für besorgt. Also selber gefarmt. Ein seltenes Ding. Kannst du ja auf Tunkner Formel 1 Talk schreiben. Hier ist ein Franzose gestorben. Ist unter einem Bagger durchgefahren. Franzose durch einen Bagger. Hört sich eklig an. Was? Bei Station verunglückt? Ist es denn die gedrosselt? Auf glaube 380. Tja. Julius, was? Bianzini kenne ich nicht. Oh, Jana Lisi zum Beispiel. Der eine Fittipaldi, warte mal, der kam von der Indica und ist dann wieder zurückgegangen. Wer war denn der andere? Der eine, der so auch so abgegroovt, der auch so. Jetzt nochmal starten, Mensch, los jetzt. Wir sind doch hier nicht bei ETS. Stellt euch mal vor, die Leute, die unbedingt Singles sehen wollen. Ja, die sind schon ganz voller Erwartung hier. Horde. Achso, ich wollte gerade sagen, was schreibt er da mit Horde? Ah, deswegen. So Leute, jetzt kann ich was erzählen. Und zwar Singles. Nee, ich muss erst reingehen.
Schnäbe, schnäbe, da. Spiel laden, bitte. Welches Spiel haben wir denn? Das Schlafding, oder? Warte mal. 20.06. 27. Das muss der sein. Schnäbe, schnäbe. Together. Schnäbe, schnäbe. Yeah, yeah, yeah. Am Sonntag ist Rennen in Silverstone. Monaco! So, jetzt Achtung, Singles. Und zwar, wir hatten uns ja gefragt, warum zickt schon wieder Tom oder warum zickt schon wieder Niklas rum und die quatschen schon wieder nicht miteinander? Was ist schon wieder los? Ja? Haben wir schon wieder was falsch gemacht? Haben wir neulich, es lief ja schon mal gut an, nachdem wir neu gestartet haben, lief es ja gut an. Und auf einmal wurde es schlecht. Und wir hatten uns gefragt, was ist denn jetzt schon wieder los? War erst lief es gut an, Niklas hat sogar ein romantisches Gespräch geführt und. Und auf einmal war Sense, weil Niklas wollte dann flirten, hat aber nicht geklappt und dann ging es auf einmal bergab. Tja, das hat mir dann gar keine Ruhe gelassen. Ich habe dann ganz viele schlaflose Nächte gehabt. Ich habe weinend am Fenster gesessen bei Vollmondnacht. Bevor ich mich dann verwandelte und als Werwolf praktisch in die finstere Nacht hinausgewandert bin. Und als ich dann als Werwolf so draußen rumwanderte, sind mir praktisch die Haare von dem Pelz gefallen, kann man sagen, ja? Und zwar, es lag halt daran, dass ich jetzt immer umschalten muss. Und zwar muss ich umschalten die Kamera. Bis es immer ganz anspannzen wird, dann hört sie gerade auf, oder? Wir brauchen die zweite Kamera, bitte. Der Kameramann, bitte die zweite Kamera einschalten. Ja. Jetzt. Okay. Benimm dich, Cosima. Es gucken Leute zu. Ja, Mann. Ist ja gut. Ich muss jetzt ausschalten. Nein. Die das an, bitte. Klack, klack, klack. Ich muss wieder. Ich hätte mal einen Timer mitstarten können, oder? Ja, hier können wir einen Timer mitstarten. Also, lass es flackern. Timer starten. Ich will Thomas denn da. Ja, passt ja. Ist ideal. Cornelius. Was ist das gerade? Wow, da gab es gerade eine Mega-Flackerung. F5. Muss mal jemand schreiben, er soll F5 drücken. Schnacker, schnacker, schnacker. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt gehen wir nach. Achtung, wo bin ich jetzt? Bin leicht verwirrt gerade. So, jetzt. Und zwar, wo war ich stehen geblieben? So, wir sind da nicht mehr vorangekommen. Und als ich dann so als Werwolf draußen war bei Vollmondnacht, ist es mir dann, wie gesagt, sind mir die Haare vom Pelz gefallen. Da ist es mir dann, ja, nachdem ich dann wieder nackig aufgewacht bin, in der Zelle im Polizeigefängnis, ist es mir dann praktisch aufgefallen, und zwar das hier. Hier ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Wir wollten zu viel machen zur gleichen Zeit, ja. So nach dem Motto, kennenlernen, quatschen, Hobby hier und da. Sagen wir auf Deutsch gesagt, um 0, keine Ahnung, 22.10 Uhr kennenlernen, quatschen. Um 22.01 Uhr, 22.02 Uhr, wir wollten viel zu viel machen. Wir mussten auch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Deswegen haben die beiden rumgebockt, weil sie haben ja gerade jetzt alles gemacht. 3 Minuten später sollen sie wieder alles machen. 3 Minuten später sollen sie wieder alles machen. 3 Minuten später sollen sie wieder alles machen. Das geht natürlich nicht. Wir waren viel zu schnell. Ja. Praktisch, ja, wir müssen, ihr wisst, wir haben unser eigenes Motto, haben wir vergessen. Ruhe und Gemütlichkeit und einfach mal laufen lassen. Der Weg ist das Ziel. Das haben wir vergessen. Ja, wir wollten einfach zu schnell alles machen. Tja, woher ich das weiß? Ja, woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Tja. Es ist so, glaubt mir das. Deswegen, und weil ich das jetzt weiß, bin ich guter Dinge, dass wir vielleicht doch Niklas umgedreht bekommen. Oder, dass sich Tom eine 45er, weil er Niklas nicht bekommt, an den Kopf hält und abdrückt. Eins von beiden bekommen wir auf jeden Fall hin. Entweder, dass Niklas umgedreht wird oder, dass Tom sich die 45er besorgt. Er geht einfach los, kauft wir klicken an, Geschenk holen für Niklas, dann geht Tom los und dann hörst du von draußen noch einen Schuss. Also hat sich Tom kein Geschenk geholt, sondern er hat sich eine 45er besorgt und hat abgedrückt. Dann wissen wir haben verkackt, dann müssen wir neu anfangen. Nur das mal kurz entspannen.
Cyril, herzlichst willkommen. Ich höre Geräusche. Und Venus ist am Raiden. Okay, dann lass mal loslaufen. Achso, haben wir alles definiert? Nein, wir haben noch nicht alles definiert. Okay, wir machen auch Flirten. Flirten oder Romantik? Lass mich kurz mal mein Brain einschalten. Nur kurz. Von gestern war mein Brain, glaube ich, komplett aus. Ich sag euch, wenn man jeden Tag nur 3-4 Stunden schläft, dann redet man am Ende nur noch Bockmist, glaubt mir das. Ich bin mal gespannt, wann ich hier mal so im Livestream Licht im Moment habe, wo ich ganz klar bin. So völlig ausgeschlafen. What? Damon im Haus. Wie kommt ihr eigentlich alle auf Damon im Haus? Nimm mal an, selbst wenn, was ja nicht ist, ist heute... Welcher Tag ist heute, Leute? Damon kommt immer nur am Wochenende. Und welcher Tag ist heute? So. Leute. Habe ich was verpasst? Heute ist, glaube ich, nicht Wochenende, oder? Ist schon Wochenende? Habe ich was verpasst? Habt ihr jetzt alle einen Zeitsprung gemacht? Oder habe ich einen Zeitsprung gemacht und bin ganz woanders? Lass uns mal unsere Tag- und Uhrzeit vergleichen. Also, wir vergleichen mal. Ja, wie beim Militär. Ja, wir vergleichen mal unsere Uhren, wie beim Militär. Also bei mir ist es jetzt Mittwoch, 21.07 Uhr. Bei euch auch? Sicherheitshalber. Kann ja sein, dass ihr in einer anderen Zeit seid oder so. Oder ich. Ich mache ja hier manchmal, in meinem Raum mache ich manchmal Zeitsprünge. Starry meint nicht meine Tochter. Ach, du meinst andere Sachen. Du meinst andere. Was hältst du? Wir sagen, pass auf, ich habe eine Idee. Wir können mal reingehen, ein bisschen was machen hier. Lass mal ein bisschen laufen. Lass mal ein bisschen laufen. Das ist wie wenn du an der Tanke stehst mit dem LKW und einfach auftankst. Lass mal laufen. Lass laufen. Also, das Faszinierende ist, diesmal können wir nur einen verteilen, der andere hat gar nichts, glaube ich. Oh, guck mal, wie er schläft, Niklas. Los, klick doch mal drauf. Flöten. Also, wenn er gut flöten kann, also dann kann man, ihr wisst ja, gut flöten. Je besser man also flöten kann, ne? Wenn man eine gute Flöte ist, dann klappt's auch. Pfui! Gibt's hier was? Ja, hier gibt's auch was zum Flöten. Soll Tom die Fähigkeit Flirten erlernen? Flöten. Ja, er soll flöten. Obwohl, Tom kann bestimmt ganz gut flöten, glaube ich. Ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Sonst trägt es uns die Schamröte ins Gesicht. Gut, schön gemacht. Weiter so. Was, Mittwoch, 6. Juli? Gut. Konzentriert euch. Zack. Erotik. Ah, das ist ja mein Lied. Wollen wir kurz mal in den Traum reingehen? Wir gehen mal kurz. Oh. Hab ich da gerade Nippel gesehen? Geht es doch? Kann man unter die Bettdecke gucken? Man kann ja unter die Wette gucken. Oh, 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 man kann unter die Wette gucken. Oh, 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 oh. Tom schläft unruhig. Wir schauen mal kurz rein. Was denkt er? Ach ja. Wie geht es weiter? Tom hat einen unruhigen Schlaf. Er kommt vor lauter Sorge, um Niklas zu bekommen, kommt er nicht in den Schlaf. Keine Angst, Tom. Wir sind bei dir. Du wirst Niklas bekommen. Das versprechen wir dir. Schlaf ruhig weiter. Mach dir keine Sorgen. Wir sind bei dir. Oh, Niklas macht es da ein bisschen erotischer. Lässt doch das mal das Bein raushängen. So, Niklas. Hör unsere Worte. Du wirst dich in Tom verlieben, du kleiner Hetero. Du wirst umgedreht von uns. Eine höhere Macht schwebt über dich.
Oder dir? Oder dich? Nein. Auch Niklas ist unruhig. Aber Niklas ist wegen was anderem unruhig. Wir gehen mal kurz in den Traum rein. Warte. Oh. Er wird uns doch nicht bemerken. Niklas denkt... Oh ja, Baby. Oh, diese Girls beim Headbanging. Mein Gott. Ich muss wieder zur Bühne. Diese fliegenden Slips. Ach, Niklas, das kriegen wir noch in den Griff. Okay, die Musik war die Leute. Vor allem mein Gequatsch dazu ist die Musik. Okay, weiter geht's. Was haben wir überhaupt noch? Es ist noch Sonntag. Genau. Hauptmission heißt jetzt erstmal, wir müssen in die Woche reinkommen. Ja, die beiden, sonst fallen die beiden sich noch an. Aber nicht vor Liebe, sondern vor Hass oder so. Und denkt dann, wir dürfen nicht zu viel... Oh, geht schon los? Aber wir haben... Weil dann müssen wir jetzt eingreifen. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz gemütlich gerade die Nacht verstreichen lassen. So, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht das Programm aus? Es ist immer noch Sonntag. Au des Waschens. Heute was? Heute nackig. Ach du Schande, der ist ja nackig. Schnell, guck schnell. Ich hoffe, ihr habt nicht hingeguckt. Hier ist ja auch ein Balkon. Guck mal. Nein, nicht da hingucken. Tom hat ja einen Balkon. Natürlich nicht offen, aber er hat einen Balkon. Oh. Da könnte man auf dem Balkon auch was Schönes machen. Ne? Da könnte man ja was Schönes machen. Nein, nicht was ihr wieder denkt. Blumen zum Beispiel hinstellen. Zum Beispiel. Tom, wie der Herrgott ihn schuf. Gut, unser Badezimmer sieht wirklich traurig aus. Ich hoffe, wir können irgendwann aufrüsten, dass wir uns den puren Luxus hingeben. Den puren Luxus und der Schönheit. Wir brauchen jetzt immer Programm. Wie sieht's, warte mal, wir gucken mal, was ist mit Niklas. Niklas ist, wer ist schlimmer dran von den beiden? Niklas ist ein bisschen sauber. Gut, dann Tom fängt an. Ach, ja doch, Tom fängt an. Und zwar, wisst ihr, nicht putzen. Erstmal Klo gehen, Hände waschen, Zähne putzen. Zieh dich vorher an. Dann hast du es schon hinter, dann kannst du ja auf dem Klo umziehen schnell. Ist ja inzwischen schüchtern wieder geworden und schämt sich, also muss er sich schon mal, kann er seine Klamotten mit. Warte mal, es ist ja Sonntag. Nee, er zieht sich fein an. Die Sonntagsausgehuniform bitte anziehen. Aber welches ist es? Was Legeres? Auf jeden Fall nicht Blue Adidas. Triple X, Sonntag sind wir hart. Hände waschen, Zähne putzen. No. Was noch? X anziehen. Was ist das für ein Spiel? Nix anziehen. Pfui, Ninfan. Pfui. Das ist Singles. Der Titel steht doch da unter dem Spaß wird gespielt. Hier geht es um Beziehungen. Ja? Hier geht es darum, die beiden zusammenzubekommen und dann später in die Villa umzuziehen und so. Und da gibt es noch einen zweiten Teil. Im zweiten Teil wird es dann pornöser. Da hat man mehr sexuelle Möglichkeiten. Oh, jetzt habe ich es richtig gesagt. Vorher habe ich immer so irgendwie um den Brei geredet, um den heißen. Ja, so einfach war es gerade. Im zweiten Teil hat man mehr sexuelle Möglichkeiten. Letztes Mal habe ich irgendwie, ja, da kann man noch, nee, und da, letztes Mal habe ich mich irgendwie so ein bisschen schwierig dabei getan, um es so zu erklären. Spät anziehen. Nein. Nein, wir müssen im Moment, das machen wir noch, Ninfan. Die Freude kommt noch. Nackige Männer. Ich sehe nackige Männer. Was mache ich denn jetzt? Ich bin doch noch Jungfrau. Ich bin da noch gar nicht bereit. Ich kann, Tom, ich habe einen Röntgenblick. Leute, ich habe einen Röntgenblick, ich kann Tom sehen. Nackige Männer. Nee, warte mal, du gehst jetzt so, wenn du das gemacht hast, wir waren als letztes mit Kochen dran. Hallo, dann koch einfach mal. Oder nee, doch. Du kochst. Oder nee, du bist ja so tierisch am Rummachen da. Mach du erstmal, derweil aktivieren wir. Wir aktivieren Niklas. Aus seinem Schönheitsschlaf. Oder wie sieht's aus, Niklas? Ja, du bist völlig ausgeholt. Kannst aufhören mit dem Schlafen jetzt. Wir haben beschlossen, der Sonntag fängt jetzt für dich an.
Ist immer noch nackig. Tom, hör auf damit, jetzt zieh dir was an, Mensch. Was sollen denn die Nachbarn denken? Die Nachbarn können durchs Fenster gucken. Ich würde mal sagen, ist ja Sonntag. Lass mal Niklas ein bisschen leger rumlaufen, oder? In Badehose. Tom ist ja schwul, stockschwul. Also er ist nicht nur schwul, sondern stockschwul. Also der ist richtig warm, also auch richtig heiß gewartet. Und der muss sich natürlich was anziehen. Der liegt ja nicht Kultur und so, viel Wert auf Kultur, gebildet und geschniegelt. Und der sitzt ja so nicht nackig irgendwie oder mit Boxershorts sitzt der nicht beim Frühstückstisch. Klischee, Leute. Klischee. Los, Niklas, aktivieren. Oder hat er jetzt bei dem Kochen weggemacht? Ja. Nein. Sag mal, Ninfan, ich habe übrigens, das heißt, ich habe deine Bilder da. Ich habe den zweiten Link, den du mir geschickt hast, deine Bilder gesehen. Da müssen wir mal drüber unterhalten. Schön. Ich sag nur schön. Erstmal. Cosima. Bilder schön. Mehr sag ich erstmal. Wir sind beim falschen Typen. Sag mal, steht das Bett gerade, Bettlaken so hoch, Bettdecke so hoch, steht gerade die Bettdecke so hoch? So? Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Gut. Okay, nein, ich gehe nicht weiter darauf ein. Pfui, gut. Mann, die Tür sieht aber auch altbacken aus. Können wir da eine neue Tür reinbauen? Und das Schloss sieht auch ein bisschen alt aus, oder? Guck dir mal. Mensch, so ein richtiger altes Mafia, eine alte Mafia-Tür hier. Gut, dann mal los, steh auf. Raus aus den Federn. Badehose. Tom ist da ganz anders. Der ist schon voller Schwung und Elan. Zieht schon Tom seine Bahnen durch die Wohnung. Ja, was ein Geschild hier. Ach ja, erstmal so. Jetzt erstmal was kochen. Ich koche uns mal erstmal was. Denkt sich sozial, technisch, freudig. Niklas erstmal. Und danach kann natürlich dann, nachdem er sein Geschäft alles gemacht hat, kann natürlich Niklas alles schön machen. Dann läuft's. So, dann hat Niklas schon gekocht. Wir brauchen was lange dauert. Den Müll runterbringen. Tom bringt den Müll runter. Dann sind wir wieder im Gleichstand. Ja, so ist schön. Wie langweilig. Nein, die sind doch nicht langweilig. Du musst den Sex, du musst dir... Ja, schau mal hier. Kann man den Slip... Der hat einen Slip an. Der hat keine Unter... Der hat so einen Slip. So einen, das heißt, wenn der seine Boxershorts auszieht, dann siehst du sofort seine Po-Bäckchen. Ja? Also, Niklas macht richtig einmal sexy hier, ne? Schippendeal hier. Unser Schippendeal, Niklas. Junge, hier, ja. Langweilig hier, guck dir das an, ja. Guck mal, sie können sich jetzt beide nicht sehen, aber wir sehen, was beide denken. Guck mal, Tom zum Beispiel sagt, der denkt, oh Mann, ich habe die ganze Nacht nur von Niklas geträumt. Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Was soll ich bloß tun? Sie haben uns gesagt, der zweite Teil von Singles, der zweite Teil, da sollen die Texturen noch besser sein. Also da soll es die Grafik wohl noch ein bisschen besser sein. Cool, oder? Ja. Aber wir wollen natürlich erstmal den ersten Teil spielen. Was denkt denn zum Beispiel Niklas gerade? Schauen wir es mal aus der Sicht. Na? Komm nicht weiter. Ich komme gerade im Moment nicht ran. Wir kriegen gerade nicht zu erfahren, was Niklas denkt. Seine Gedanken bleiben für uns ein Geheimnis. Okay, weiter geht's. Zähne putzen, okay. Wie war die Befehlsstruktur? Wie war die Befehlskette von Niklas? Wir brauchen für die Zukunft, müssen wir unser Badezimmer aufwerten. Oh, was, Mülleimer. Ich wollte gerade sagen, wo will er hin? Der schwierige Punkt ist jetzt das Rumgekoche. Nick, das dauert immer ganz schön, dieses Rumgekoche.
Es gibt da einen Trick, angeblich soll man abbrechen, dann ist irgendwas fertig oder dann ist was irgendwas, ja, wurde etwas abgekürzt. Aber ich glaube, beim Kochen funktioniert der Trick nicht. Der hört dann einfach auf mit dem Kochen, ist das, glaube ich, wieder weg oder so. Ich will es jetzt auch nicht ausprobieren. Tada. So ist brav, Tom. Du hättest ja wenigstens mal Niklas guten Morgen sagen können vor lauter Arbeitsgier. Mensch, Niklas, du kochst aber wieder richtig vom Feinsten, sag ich dir. Achso, jetzt ist Tom fertig. Tom ist fertig. Dann würde ich sagen, telefoniert er so lange ein bisschen. Was ist eigentlich Tom sein Telefon? Und was ist Niklas sein Telefon? Ich glaube, Tom ist der modernere Typ, oder? Er soll ja auch der Gamer werden. Tom wird der Gamer. Der schwule Gamer. Tom wird der schwule Gamer, während Niklas eher so auf Retro steht. Ja, deswegen hat er auch dieses alte Telefon. Niklas telefoniert mit dem alten Telefon, er ist ja so Hardrock-mäßig und so. Er steht halt auf die alten Sachen, die auf die echten Werte so, ja. Der alte Hardrocker-Metal-Typ, die alten Werte, Ideale und so. Während Tom so der schwule, wer so schwule Gamer ist, er mag das Moderne, das Hightech-Zeugs, das Funkeln und Glitzern und so. Die Lämpchen, die An- und Ausschalter. Ja, genau. So können wir uns das gut merken. Klischee, Klischee, Klischee. Gut. Mal sehen, welche Klischees wir bei den Lesben aufbauen und bei den Heteros. Wenn wir die Heteros, die Lesbo-Bärts spielen und die Hetero-Bärts. Vielleicht kann ja sein, dass wir die Lesbo-Bärts schon mit dem neuen Spiel spielen oder so. Wenn wir es uns besorgen. Müssen wir nur bloß einen Banküberfall machen. Niklas, dann los. Es ist Sonntag. Nein, oh! Pfui, stell weg. Geh aufs Klo, mach dich hübsch für Tom. Lass nicht, mach nicht. Gut. Oh, das wird aber eine Weile dauern. Da muss aber Tom ganz schön rumtelefonieren. Da wird das Essen ja fast wieder kalt. Niklas, gib ein bisschen Gas. Wir wollen frühstücken. Das ist jetzt 7.29 Uhr. Beeil dich, Niklas. Bevor Tom da mit Detlef zu lange telefoniert. Mit Detlef. Pass auf, er jetzt wieder. Pass auf. Wir lauschen mal kurz in das Gespräch hinein, was Tom gerade Detlef erzählt. Achtung. Dazu müssen wir erstmal Tom gut erwischen. Warte mal. Da. Jetzt haben wir dich. Pass auf jetzt. Ach, Detlef. Ich muss dir sagen, ich habe von Niklas geträumt. Du glaubst nicht, was ich geträumt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählen soll. Es ist so peinlich. Ach, mach dir keinen Kopf, Tom. Das wird alles gut, glaub mir. Okay, weiter geht's. Oh nein, ein unvorgesehenes Ereignis. Das ist ja fast wie mein Durchlauferhitzer, der immer noch nicht repariert ist. Weil mein Elektriker erreicht mich nicht und ich bin immer irgendwie nicht so da für meinen Elektriker. Einmal wollte er kommen, da hatte ich aber keine Zeit. Ich habe immer noch keinen neuen Durchlauferhitzer. Nur mal so am Rande. Ich bin immer noch im Kriegsmodus. Ungeschlafen. Ja. 38 Minuten noch. Ja, Niklas, jetzt fasst du dir am Kopf. Warum hast du es auch kaputt gemacht? Jetzt muss einer von uns wieder ran. Jetzt muss ich einen von meinen Einzelmännchen wieder ranstellen, damit dein Waschbecken repariert wird. So, Leute, wer repariert das Waschbecken? Wer repariert? Vielleicht Corneus. Corneus? Ja, es sieht dann zwar so aus, als ob Niklas das machen würde, das ist aber Corneus. Corneus repariert gerade dann das Waschbecken als Heinzelmännchen. Wir sind ja hier die stillen Heinzelmännchen. Die höhere Macht im Hintergrund, die diese beiden steuert. Warte mal, er hat jetzt alles ab. Nee, er ist fertig mit seinem Programm. Man könnte jetzt erstmal essen. Genau, nach dem Essen geht es dann frisch wieder ans Arbeiten. Genau, frisch getankt in den Arbeitssonntag. Na dann los. Happa holen. Niklas, mach dir keinen Kopf.
Corneus macht alles heile. So einfach. Nein, Ninfan, du kriegst andere Aufgaben. Okay. Abbruch. Hör auf mit Detlef zu quatschen. Detlef muss sich um seinen Freund kümmern. Denn Detlef ist mit Klaus zusammen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das klappt jetzt bestimmt nicht, oder? Beide gleichzeitig geht bestimmt nicht. Schauen wir mal. Ja, dachte ich mir. Erst muss Niklas genommen haben. Zack. Jetzt. Zack. Und ab geht die Luzi. Oh, diesmal setze ich Niklas dorthin. Schauen wir nochmal. Warte, wir wollen uns zurechtrücken. Wir wollen das sogenannte Frühstück nicht verpassen. Da wollen wir live dabei sein. Detlef. Ja, Detlef. Detlef telefoniert oft mit Tom. Ja, und Tom? Ja, ihr kennt ihn ja. Aber Niklas ist ein ganzer Kerl. Leider immer noch hetero. Da, 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 da. Setzt euch erstmal hin, ihr seht ja ganz verkrampft aus. So. Er hat einen Mond über seinen Kopf. Er wird sich doch nicht. Tom wird doch wohl nicht einfach ein schwuler Werwolf werden? Das fehlt uns noch. Ein schwuler Werwolf. Jetzt. Jetzt muss er erstmal begrüßen. Die haben sich noch gar nicht guten Morgen gesagt. Mensch. Dum, 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 dum. Wir brauchen eine guten Morgen grüßliche Position. Ich bin schon besser geworden. Stimmt's? Mit der Steuerung bin ich schon besser geworden. Ich war schlechter gewesen. Jetzt. Und ab geht's. Und Film ab. Klappe. Klappe die erste. Guten Morgen, Niklas. Guten Morgen, Tom. Und Tom, hast du gut geschlafen? Na klar, Niklas. Ach ja, ich würde dir gerne erzählen, was ich geträumt habe. Ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt gerade. So, lass uns in Ruhe einfach frühstücken. Hey, Mensch, Tom. Das ist genau mein Redner. Bleib einfach locker. Entspann dich. Du bist viel zu aufgeregt. Siehst du, Ninfan? Selbst Niklas sagt es zu Tom. Also, nimm dir ein Beispiel. Er sagt es sogar zu Tom, Niklas. Ja? Ninfan. Ich muss was trinken. Ich war lauter Aufregung hier, weil alles so pornös ist. Komme ich gleich zum Trinken hier. Oh, er sitzt da in seiner Badehose. Da. Oh nein, jetzt hältst du mir das mal auf. Nein. Ist es euch aufgefallen? Ist euch was aufgefallen? Ich will mal kurz nochmal gucken. Nein, noch nicht. Warte. Warte, ich will mal sehen, wisst ihr, fällt es euch auf? Warte. Warte. Ja, ich glaube, das ist es. Und zwar, Niklas sitzt in seiner Boxershorts dort. Ja, mit seinem männlichen Oberkörper. Und Tom, der stockschwul ist, kann Niklas also in seiner vollen Pracht sehen. Guck hier. Guckt euch den Blick von Tom an. Tom denkt gerade, oh nein, dieser Körper, ich halte es nicht mehr aus. Guck hier. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Jetzt hat er sogar kein Oberteil an. Ich glaube, er will mich mit Absicht verrückt machen. Also Tom denkt das, oh mein Gott, er hat kein Oberteil an. Ich glaube, er will mich mit Absicht verrückt machen. Ich halte es nicht aus. Wie soll ich mich jetzt mit ihm vernünftig unterhalten können, wenn er so da sitzt? Wir gucken nochmal, wie das Tom sieht, aus Tom seiner Sicht. Warte mal, ein Stück noch ran. Ja, ist ja klar. Kein Wunder, dass Tom so wirres Zeugs von sich gibt, ja? Ich meine, guck mal, wie er sieht jetzt gerade Niklas so beim Essen. Und Tom ist stockschwul. Warte mal, genau, so ein Stück. Wir beobachten es mal aus Tom seiner Sicht. Und guck, schaut mal oben rechts, wie Tom sich versucht, nichts anmerken zu lassen. Wird. Ah, habt ihr gesehen? Er hat gerade hingeguckt. Unauffällig so. Er hat einen spannermäßigen Blick, hat er ihm zugeworfen. Zitze. Während zum Beispiel Niklas. Niklas ist da in seiner Welt. Er denkt wahrscheinlich schon an seine nächsten Songtexte oder so. Er ist da ganz entspannt. Er macht sich da gar nichts draus. Während Tom völlig schon verrückt wird vor lauter, ich,
ich will jetzt nicht sagen Geilheit, aber guck mal, wie anständig Tom da sitzt. Er sitzt, vor allen Dingen ist es ja auch Sonntag. Tom sitzt in seinem, so sonntagsfreundlich, ja, der Tag des Herrn, sitzt er ganz brav, wohlerzogen, sitzt er dort. Während Tom eher so der, ach, scheiße, Mann, leck mir doch am Arsch, ich zieh mal die Boxershorts an und frühstücke ich erstmal. Ja, so, ganz locker halt. Was? Das ist aber so aufregend hier. Ja. Dann los, weiter. Habt ihr gesehen, ich hab den Augenbrauen so. Okay, wir geben ihnen schon mal Befehle. Sie brauchen nämlich Regeln und Befehle. Sie brauchen Regeln und. Wir haben immer noch Essen auf dem Herd. Uns fehlt noch eine dritte Person. Nein, pfui, dann wär's ja ein Dreier. Gut. Dann. Der Qualm ist immer noch nicht, dass das Badezimmer abbrennt. Tom hatte gekocht. Niklas war ja ein handwerkliches Genie. Wir lassen mal Tom ein bisschen skillen, oder? Wir lassen mal Tom. Natürlich, offiziell macht's natürlich. Cornelius macht's natürlich offiziell. Ja, aber das weiß ja Tom nicht, dass er gerade gesteuert wird. Er wird dann gerade gesteuert von Cornelius. Reparieren. Dann zeig mal, was du drauf hast, Tom. Zeig deine Fähigkeiten, zeig deinen Skill. Was noch? Derweile könnte mal ganz, damit auch Niklas ein bisschen angebrütet wird und ein bisschen wärmer wird, lassen wir ihn mal staubsaugen. Ja, lassen wir. Der alte Hetero-Mann würde jetzt sagen, damit er ein bisschen frauenmäßiger wird. Klischee, Klischee, Klischee. Nein, nein. Doch, nein. Okay, was gehen? Staubsauger nehmen, nicht gehen. Wohin gehst du? Wohin? Haben sie dann alle Pflichten und Dings gemacht? Und der Sonntag ist 8.30 Uhr. Mann, Mann. Nee, das Klo muss noch einer putzen. Baden ist nicht. Badewanne ist nicht schmutzig, sonst hätte einer das Klo putzen können, einer die Badewanne. Ah, Koala! Klingelingeling! Freundschaftskreisring! Vögelchen. Wir hören es Vögeln. Und dieses. Habt ihr gehört? Das war der erste Schritt. Und jetzt müssen wir schön geschmeidig. Wir müssen uns nicht nur aufs. Nicht erstmal ganz geschmeidig. Jetzt geht's los. Ach ja, warte mal. Genau, während einer das Klo wischt, könnte der andere dann abwaschen. Warte mal, Bodensaugen. Dann machst du. Aber das Reparieren dauert länger. Warte mal, das Reparieren dauert länger. Dann lassen wir ihn, dass er nicht so allein, dann lassen wir ihn, während der eine repariert, kann ja der andere schon mal das Klo putzen. Hä? Vor allem, oh, oh, oh. Können wir das jetzt sehen, wie praktisch Niklas mit seiner Boxershorts das Klo putzt, während Tom repariert. Und Niklas beim Putzen sieht in diesen Posen und so. Oh, 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 oh. Ich glaube, gleich wird Tom ihn anspringen, weil er schon nicht mehr aushält. Fehlt nur noch, dass jetzt, stellt mal vor, Niklas würde da sogar nackig das Klo putzen. Ich glaube, da hält es Tom nicht mehr aus, dann würde er ihn bespringen. Von hinten natürlich. Pfui! So, Esa, mach mal putzen ein bisschen. Mach mal Tom richtig heiß. Und dann müsste praktisch, ja, Tom müsste dann abwaschen. Dann haben wir einen Gleichstand so circa. Plus, minus, null. Dann los. Beeil dich. Niklas, beeil dich, dass Tom dich noch sehen kann. Ja! Warte. Das wollen wir sehen. Da versperrt uns doch die Tür die Sicht. Wird Tom einen Blick riskieren? Was meint ihr? Wird Tom einen Blick riskieren? Vielleicht kommt sogar ein Freundschaftskreischen. Wo ist die optimale? Von draußen. Wir gucken von draußen. Wir werden von draußen bespannen. Achtung. Ach, dann müssen wir oben rechts gucken, ob Niklas, Tom sich. Nee, wie so ein Psycho repariert er. Naja, man merkt, Tom ist da noch nicht so ganz versiert und geschmeidig. Ja! Was hat er gemacht? Guckt der jetzt? Wo guckst du weg? Nein, okay. Hätte er sein können. Mensch, Niklas ist ein richtiger Arbeits. Jetzt? Ach so. Das
Bespannen hat ja sozusagen Tom andersrum. Und hat dabei Schmetterlinge. Willst du dabei duschen gehen? Tom so richtig heiß machen. Was könnte er denn jetzt... Na gut, dann lass mir kurz mal Niklas ein bisschen telefonieren. Kann er seine harten Freunde anrufen. Die Biker-Freunde. Die mit dem Feuerstuhl. Das ist klar, altes Haus, was geht denn ab? Hast du jetzt mal dein Bike mal richtig fertig gemacht? Hast du jetzt die längere Gabel dran? Voll cool, lass mal hören. Ah, es rührt ja richtig am Telefon. Brennt das Waschbecken? Yes, es brennt. Du reparierst es doch gerade, Cornelius. Du bist gerade am Reparieren. Du steuerst gerade jetzt, in diesem Moment steuerst du gerade Tom, der wieder mal sozusagen Blackout hat, weil du gerade ihn steuerst, und reparierst das Waschbecken. Was ist denn jetzt los? Was will der? Was ist denn jetzt los? Guck mal hier. Was ist denn jetzt los? Er ist in seiner Kommandokette, in seiner Kommandokettenstruktur ist er einfach stehen geblieben, Tom. Was macht er? Macht er ihn jetzt an? Was macht er jetzt? Warum ist er stehen geblieben bei Niklas? Was ist denn jetzt los? Was passiert jetzt? Niklas will telefonieren und Tom wollte gerade zu seinem nächsten Befehl rennen, zu seiner nächsten Eingebung und bremst abrupt bei Niklas ab. Also Tom, was ist jetzt hier gerade los? Wir schauen erstmal, um eine Vorahnung zu bekommen, schauen wir uns erstmal den Blick an. So. Er wirkt irgendwie so zufrieden, oder? Irgendwie wirkt Tom zufrieden. Was passiert hier gerade? Während er gerade denkt, telefonieren. Okay. E.T. will nach Hause telefonieren. Schauen wir mal. Was geht denn jetzt ab? Hey, was ist denn jetzt los? Mist, jetzt könnt ihr wieder da nicht lesen. Hey, ich bin froh. Ich bin ja jetzt, warte mal. Das sagt gerade Niklas. Hey, ich bin froh, dass du eingezogen bist. Wenn man mit einem... Was? Wer mit einem total Unbekannten zusammenzieht, weiß man ja nie. Und er? Stimmt. Ich hätte auch total blöd. Es hätte auch total blöd sein können. Ja, hehe. Ich hätte schrecklichen Mundgeruch haben können. Oder unmögliche Tischmanieren. Was hat er aber? Naja, ich will jetzt nicht so sagen. Aber gut. Okay, okay. Warte mal, das gucken wir uns nochmal. Ey, die reden miteinander beide. Schaut euch das an. Wir kommen voran. Nachdem wir neu anfangen mussten, ja, nachdem wir neu anfangen mussten, viel gequält haben, viele Flirtversuche sind den Bach runtergegangen. Tom wurde schon langsam hetero. Er saß sogar schon vor dem Fernseher wie ein Hetero. Also, und ja, und Niklas, keine Ahnung. Niklas war auf dem Trip. Niklas spürte schon die Trommeln von Woodstock, ja? Niklas hörte schon die Trommeln von Woodstock. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Da wollen wir hin. Niklas hörte schon die Trommeln von Woodstock. Na dann weiter. Achso. Oder lange, fettige Haare, vorstehende Zähne. Hi. Haha. 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 Sehr lustig, Niklas. Haha. Haha. So. Ah, das war's. Und? Achso, dann Pause. Geht's jetzt weiter? Also er hat seine Befehle sind an und er abwaschen. Okay. Wir lassen sie mal danach wieder quatschen. Oder? Nur einmal kurz, wir probieren einmal kurz unterhalten. Wenn nicht, lassen wir es gleich sein. Oder? Nee, wir lassen es ganz sein. Wir lassen es ganz sein. Aber was machen wir in der Zeit? Naja, einer könnte baden gehen, der andere telefoniert. Genau, einer badet, dann geht er nochmal duschen. Oder am besten geht gleich baden, dann ist die Badewanne schmutzig zum Putzen und so. Genau, während Niklas telefoniert erstmal. Und er kann ja zwischendurch mal sich auf die Couch hinsetzen und dann wieder telefonieren gehen. Erstmal. Einfach mal, um ein bisschen abzuschillen. Na dann los. Und danach kann ja Dings ein bisschen telefonieren. Wir müssen jetzt erstmal die Zeit, wir müssen an den Montag kommen.
Und wir verdienen nicht viel Geld. Baby! Shake, shake, daddy. Ist ein nackischer Mann. Ich habe einen nackischen Mann gesehen. Tessa, Hallöchen. Oder Hallöchen, Tessa. Würde Detlef sagen. Der war nicht, der ist Detlef, gibt's nur am Telefon. Wie lange? Oh, er hat nur kurz gesessen. Was machst du jetzt? Freund Anruf wieder. Okay. Was ist deine Mission? Nur baden. Dann mach mal als Gegenmission, mach mal als nächstes einfach mal ein bisschen. Was wäre unser nächstes Ding dann? Wir machen kurz telefonieren wieder. Oder erstmal telefonieren, erstmal ein bisschen Zeit gewinnen. Ich muss erstmal gucken, was als nächstes angesagt ist. Nicht, dass der freiläuft. Tom, wo sind deine Sachen? Wir hatten dir gesagt, jetzt hier mit Handtuch durch die Gegend zu rennen. Schämt sich gar nicht? Tom, du weißt genau, wenn du mit Handtuch läufst, ja, und wenn du dann so glücklich bist, ja, wenn du dann richtig glücklich bist, weil du ja Niklas siehst, wie er da so in seiner Pracht steht, dann kann sein, dass man deine Freude sieht mit dem Handtuch. Also ich an deiner Stelle zieh dir lieber einen Boxershorts an. Sonst sieht man nachher, dass du dich so über Niklas freust. Also du solltest dir was anziehen, glaube ich. Das ist mal so unser, wie sagt man, mütterlicher Rat, ja. Und zieh dich mal anständig wie an. Es ist Sonntag, Mensch. Es ist Sonntag, zieh dich anständig an. Wo ist unser X-Twing? Ja, genau. Nicht du. Du hast doch deine Dings an. Du. Hör mal auf zu telefonieren. Zieh dich erstmal anständig an. So. Und nicht da. Naja, wirst du glücklich und dann kann das Niklas sehen und dann kriegen wir dich wieder nicht ran, an Niklas ran. Jetzt kannst du. Danach kannst du mit Deadlift quatschen. Oder vielleicht kannst du auch mal noch einen anderen kennen. Mal sehen. Schau mal. Vielleicht kannst du auch mit Klaus quatschen. Mal sehen. Schau mal. Achso, warte mal. Und dann duschen. Jetzt kannst du das volle Beauty-Programm abziehen. Mach mal ein bisschen baden. Und gehst einfach mal aufs Klo, mach das Klo schmutzig, damit wir was zum Putzen gibt. Waschbecken kann man nicht putzen, oder? Nee, nur frisieren. Willst du mal die Haare frisieren? Dann wirst du noch. Wenn er sich mal ordentlich öfters die Haare föhnt oder da dann vielleicht nicht, brütet er auch ein bisschen an. Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen weich gebrütet. Kann ja sein. Wir wissen nicht. Dann los. Oh, wir haben wieder die Störung. Haben wir gesagt, dass wir telefonieren? Ja. Jetzt haben wir die Störung wieder drin. Warte mal, ich weiß nicht, wer die vielleicht wegbekommen. Warte mal. So, und wieder umschalten. Nee, hat nicht geklappt. Hätte ja klappen können. Puh. Nein, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nur gesehen, ob in der Badewanne genug Wasser drin ist. Nicht, dass Tom ausrutscht, weil so kein Wasser drin ist oder so. Ich habe ihn nicht auf sein Popöchen gestarrt. Nein, ich habe nur wegen Badewasser geguckt. Der Tisch muss auch abgewaschen werden. Psycho! Warte mal, wenn einer jetzt... Tisch abwaschen. Wir hatten als letztes... Niklas hatte das Klo geputzt, oder? Ja. Niklas hatte das Klo geputzt. Dann macht er jetzt den Tisch abwaschen. Und Tom kann danach die Toilette putzen. Achso, das kann ich sein. Putzt er, wenn er raus ist, kann er die Badewanne putzen. Ja. Dann los, weiter.
Naba, 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 naba. Mensch, es läuft heute, Leute, es läuft. Warte mal, wie war denn? Boah, dein Naga-Naga geht mir aber ganz schön auf den Naga. Jetzt kannst du deinen Einsatz dann bringen. Ah ne, du solltest ja... putz lieber erstmal das Klo, glaube ich. Genau, putz das Klo, dann... jetzt hat zweimal putzen. Mensch. Klo putzen und dann bringst du... dann bringst du den Müll runter und... Ah ja, kann dann die Badewanne machen. Badewanne putzen. Oh. Starry lacht schon wieder. Hey, das Naga Naga ist weg. Ach so, dann hat das vielleicht zu, dann gehört das zu diesem Lied. Dieses Naga 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 Naga. Gehört das zu dem Lied, sag mal? Echt jetzt? So ein langes Naga Naga Naga? Naga 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 Naga. Dann ist es wahrscheinlich so eine Art Techno Groove oder so. Singles Techno Groove, Naga Naga. Okay. Nee, ist doch noch da. Ich dachte schon. Ach so, vielleicht hängst du mit dem Telefonieren zusammen. Das ist dieses Naga 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 Naga. Im Tumpf schreibe ich Naga 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 Naga. Okay. Kann sein. Ja, vielleicht hängst du mit dem. Nee. Ich glaube, wir hatten es auch schon am Essenstisch gehabt. Was machst du? Und wohin gehst du? Wohin? Wohin gehst du? Wohin? Ob sich jetzt Niklas schämt? Obwohl Niklas ja ein bisschen abgebrüht ist. Oh, guck mal. So, für alle Frauen jetzt, ja? Für alle Frauen. So sieht es aus, wenn Männer putzen. Lass uns, für alle Frauen jetzt, lass uns mal durch die Tür gehen und gucken, was die Männer da so treiben. Nein, sie sind anständig, denn sie putzen. Ah ja. Wir gehen nochmal raus. Mal gucken, ob die Männer arbeiten. Ja, so putzen die Männer. So sieht es also aus. Vorsicht, Niklas, gleich rutscht dein Handtüchlein. Und wenn das passiert, dann lässt Tom seinen Schwamm ins Klo fallen und das Klo ist verstopft. Und wenn das Klo verstopft ist, dann musst du es wieder reparieren, weil Tom hat den Schwamm fallen gelassen. Und Tom hat aber nur den Schwamm fallen gelassen, weil du hast dein Handtuch runterrutschen lassen, ja? Also, lass dein Handtuch an, sonst kannst du wieder den Schwamm aus dem Klo rausholen. Also, Niklas, pass auf dein Handtuch auf. Denn Tom, der lässt auf jeden Fall dann den Schwamm fallen. Und vor lauter Aufregung steht er dann auf und drückt noch die Klospülung und dann ist der Schwamm in dem Klo drin. Also, pass bloß auf, Niklas. Du bist hier in einer sehr gefährlichen Position, sag ich dir nur. Denn hinter dir ist Tom und der ist brühwarm, sehr stockschwul. Puh, das hat mich emotional ganz schön stark erregt. Naba, 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 vor allem Naga Naga. Mensch, du bist aber auch fleißig, Tom. Wir müssen dich mal loben. Du bist fleißig, aber eine Zicke. So. Dann sind beide fertig und haben keine Befehle mehr. Ich guck gerade, wenn Schmetterlinge kommen. Was passiert dann? Nichts. Da freut sich nur ein Schmetterling im Bauch. Und außerdem, Mensch, zieh doch mal wieder deine Boxershorts an. Deine Badehose. Los mit dir. Willst du heute einen auch frei, wie der Gott dich geschaffen hat, machen oder wie? Dann wird Zeit fürs nächste Essen, oder? Können wir wieder ein Ässchen machen. Oder wir probieren mal ein Schwätzchen. Das ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Aber erstmal bringt er den Müll runter und der macht, ja genau, dann treffen sich beide im Flur. Fernseh anschauen. Achso, er hat jetzt gar keinen Befehl. Genau, quatsch du kurz mal mit deinem Biker-Kumpels. Und wenn Tom wiederkommt, vielleicht ein kleines Schwätzchen kurz. Was siehst du an? Irgendwas Legeres in deinem Rentierpulli? Aber irgendwie hat Niklas eine größere Auswahl hier.
Hemd, Krawatte. Darauf steht der Tom. Komm, Hemd, Krawatte, mach mal. Oh, wenn dich jetzt deine Kumpel sehen können. Oh, 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 Mama mia. Mama, Mama mia. So, jetzt. Geschenk besorgen. Nein, du sollst ihn an. Ach so, ist noch nicht richtig da. Ach, der geht gerade erst weg. Dann musst du dich leider noch einen Augenblick bespaßen. Bum, bum, bum. Jetzt kommt er. Kann man schon anklicken? Jetzt. Und zwar unterhalten. Nur mal kurz, dann machen wir ein Essen. Dann machen wir Essen. Macht er das? Macht das nicht? Ach so, ja, nein. Ach so, ja, dann nee, doch. Hör auf zu quatschen jetzt. Komm. Und? Ja, Mensch. Na also, geht doch. Ja, ja, ja. So, und jetzt bloß nicht übertreiben. Jetzt nicht übertreiben. Ganz dezent, mit viel Feingefühl. Praktisch wie Leon der Profi, ja. Mit dem Messerchen ganz leicht das Opferlein die Kehle durchgeschnitten. Nein, pfui, wir sind doch hier nicht bei Leon der Profi. Wir sind hier bei Singles. Okay, dann halt kein Abstechen. So. Nee, nee, der muss lachen, der muss lachen. Bring ihn zum Lachen. Mann, der sieht aus wie ein Geschäftsmann. Niklas, der Geschäftsmann. Und zwar ein Witz. Bring mal Niklas wieder zum Lachen. Er hat ja schon mal gelacht. Er lacht gerne. Erzähl mal so einen schwulen Witz. Tom, kannst du schwulen Witze erzählen? Niklas, du siehst streng aus, würde ich mal sagen. Aber wow, das sieht jetzt zwar wirklich sonntagsmäßig aus. Ich glaube, das sollte Niklas sonntags anziehen. Der Tag des Herrn. Tja, also, ja, ich glaube, übrigens, Tom, also so wie gerade Niklas aussieht, da siehst du schon wieder, ja, fast schon wieder gottesfürchtig aus. Ja, guck dir mal Niklas an. Gut. Dann, ach so, wie war es ja, ein Witz mal. Hoffe ich klappt mit dem Witz. Und dann machen wir Essen. Nee, warte. Ja, wir haben falsch rum gemacht. Ah, nee, war schon richtig. Er zeigt es dann auf beiden Seiten wahrscheinlich, ja. Und das, genau, und den Fehler haben wir früher auch gemacht. Weil er zeigt es ja dann auf beiden Seiten. Schauen wir mal. Nee, warte mal. Oder doch? Nee, ich dachte, er zeigt es auf beiden Seiten. Und er steht schwul da. Oh, oh. Kann das Niklas sehen? Niklas lässt sich nichts anmerken. Okay. Er ist gerade hypnotisiert von Naga Naga. Jetzt! Ja, ja! Jetzt macht er noch einen. Guck mal hier, jetzt macht er einen auf intellektuell hier. Guck mal hier. Ja, also wenn du mich so fragst, ja. Also, guck mal hier. Die Wand stört, hallo. Hier. Ach Mensch, ich muss dir unbedingt mal einen schwulen Witz erzählen, Niklas. Total witzig, total. Guck mal, hier fängt schon an. So ein großer Fisch. Guck mal, er erzählt gerade so einen Fischwitz. So einen großen Fisch hat er gehabt. So einen großen Fisch. Naja, wir kennen jetzt nicht den ganzen Witz. Wir kriegen jetzt nur noch den Schluss mit. So einen großen Fisch. So einen großen Fisch. Und Niklas? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Macht jetzt noch einer. Er ist ja auch gebildet. Er liest ja auch Bücher. Er schreibt ja auch Songtexte und so, ja. Er ist nicht einfach nur so ein Heavy-Metal-Typ, der ein bisschen, ist nicht irgendwie, ja, er ist kein, nicht, man denkt immer, die sind alle doof, die Heavy-Metal-Leute. Nee. Schaut mal hier, ja. Ihr seht, Klischee, ja. Niklas hat was im Kopf, ja. Nee, alles Klischee hier. Wir bedienen ja alle Klischees. Guck mal, Niklas, er liest ja auch, er schreibt Songtexte, er ist ziemlich gebildet, aber halt abgespaced. Wow, das war grad. Okay, dann weiter. Erzähl deinen Witz zu Ende, Tom. Dann wollen wir mal sehen, ob Niklas drüber lacht. Okay, hat funktioniert. Der Fischwitz hat funktioniert. Ein schwuler Fischwitz. Den hätte ich jetzt. Oh. Jetzt macht er aber gerade einen auf. Eieieiei.
Niklas? Naba. Oh, das war gerade aber so. Also das, ich glaube, Niklas, wir kriegen ihn langsam weich gekocht. Oh, Niklas, das ist jetzt aber. Was machst du? Was war denn das gerade? Habt ihr das gerade gesehen, was der da gerade gemacht hat? Der hat sich über seine Brust gestreichelt und so. Ne? Also ich glaube, er hat Tom gerade sowas von fuchsig gemacht. Guck mal hier. Oh nein, jetzt macht er das auch noch. Hier. Oh nein, jetzt macht er das auch noch. Jetzt schreibt er sich über die Brust. Oh nein. Guck, das ist. Oh Mann, das ist es. Das ist es. Ja, das ist es. Oh nein. Der Brustreibetrick. Er benutzt den Brustreibetrick, denkt sich gerade Tom. Ich halt's nicht mehr aus. Niklas, du bist ganz schön hinterhältig. Ja, du machst den armen Tom ganz schön fertig. Achso, Mensch, jetzt haben die beiden gar nichts mehr zum Bespaßen. Das heißt, wie war das jetzt? Einer kocht und dann gibt's Abendbrot. Und dann geht's ins Bett oder so. Und dann hören wir auf. Dann hören wir auf. Ein kurzer Tag im Leben von Tom und Niklas. Wer kocht denn dann? Wer hat denn als letztes gekocht? Das war Niklas. Dann kocht jetzt Tom. Oder ja? Da. Derweile. Tom kocht, gibt's was zum Putzen? Gibt's noch was? Aber die haben beide alles clean gemacht. Die Wohnung glänzt in einem wunderschönen, strahlenden Weiß. Ja, alles abgeputzt, alles gesaugt, alles gemacht, getan. Außer, ich glaube, Müll und saugen kann man, glaube ich, immer. Ich würde mal sagen, dann macht er einfach mal Müll rausbringen. Obwohl nichts drin ist. Naja, quatscht da unten noch ein bisschen mit den Leuten, gehst mal frische Luft schnappen. Tut dir ganz gut. In deinem Sonntagsanzug. Aber Niklas, pass auf, lass dich bloß nicht von deinen Kumpels erwischen draußen. Die ziehen ja, die keine Ahnung, die machen ja noch ein Tattoo nachher. Los, dann leg mal los. Achso, haben wir beide definiert? Ja, los geht's. Wow, jetzt rennen sie beide so mit haben. Da. Was denn jetzt? Ach so, weil nichts drin ist. Echt? Das, also kann auch was. Es kann auch mal nichts drin sein. Dann probieren wir nochmal, dass er mal einmal nochmal durchsaugt, vielleicht. Boden saugen. Nee, nicht du. Dann mach du einen auf Hausfrau. Los. Einen auf Hausfrau machen. Geht's? Na klar, saugen kann man doch immer. Vielleicht nicht immer blasen, aber saugen immer. Pfui! Oh, er ist schon fertig. Ja, dann bist du bist aber wirklich schnell. Niklas. Dann mach mal kurz. Ja, mach ein Nickerchen gut. Nee, mach mal ein bisschen näher, mach mal ein bisschen da. Das ist bestimmt gemütlicher, wenn du in der Nähe von Niklas einfach ein Nickerchen machst. Von Tom. Abendbrot 14 Uhr. Sagt Niklas. Sagt Ninfan. Da macht er mich der Verrückte mit seinem Nager-Nager, hä? Du alter Nager-Nager, du. Ja, was wollen wir machen, Ninfan? Wir müssen den Sonntag rumbekommen. Ja, die beiden sind sich noch nicht so ganz warm. Sonst hätte man gesagt, die können den ganzen Sonntag im Bett liegen und da Zeitung lesen. Aber im Moment ist, wir können dann noch ordentlich telefonieren und dann, wir müssen Zeit rumbekommen. Ja, sonst, wie gesagt, läuft nichts. Wir müssen Zeit rumbekommen. Und planlos durch die Gegend laufen können wir sie auch nicht lassen. Naba. Schnapper, laber. Im Zweifelsfall erstmal schön essen, damit die beiden nicht mal so ausgehungert sind. Du. Warte mal, ich glaube, der ist gleich fertig. Wir werden mal schon abbrechen. Dann lass ihn kurz noch mal da sitzen. So eine kleine sitztechnische Trickserei hier. Mal gucken. Und? Wir spielen einfach mal Reise nach Jerusalem. Ob sich. Ah, jetzt. Strategisch gut hinbekommen, oder? Seid mal ehrlich. Hör auf. Ich komm wieder hoch. Beeil dich. Diesmal sitzt Tom dort. Oh, ist es, sag mal, ist es das Radio, sag mal? Ist es das Radio, was da so klatschert? Thank you.
Warte mal. Mal sehen. Das liegt nicht am Radio. Warte mal, ich muss testen. Mal gucken, wenn wir. Ist es weg, oder? Nee, warte mal. Ja, ja. Wir laden einfach mal neu. So, wir haben ja abgespeichert. So, jetzt muss die Störung ja dann weg sein. Oder? Hoffen wir. Ja. Gut, beim nächsten Mal. Ja, hört halt immer Nana. Und bei diesem Nana hat er irgendwie einen Klatsche bekommen, denn Nana, Nana, Nana. Das heißt, wir müssen dran denken, wenn wir so Nana, Nana, dass wir zwischendurch mal den Laden machen und so. So, erstmal essen die Beine wieder schön. Ja, das ist immer wichtig. Jetzt haben wir sie. Wir haben sie am Wickeln. Vielleicht kriegen wir sogar, warte mal, wir können ja mal die Werte gucken. Wie sieht es denn jetzt aus? Ein bisschen Romantik, schau mal hier. Ein bisschen Romantik hatten wir auch. Könnt ihr das sehen? Ja. Hey, wir haben ja einen Punkt zu verteilen. Bei beiden? Ja! Na, das ist ja super. Dann machen wir es doch gleich mal. Wir brauchen Flirten, Romantik, Humor. Das sind die wichtigen Punkte, haben die in den Heftchen geschrieben. Fürs Necken braucht man wahrscheinlich Humor. Witze und Humor, also Witze und Necken, Humor. Keine Romantik. Na, Romantik, wir fangen erstmal mit Witze, Humor an, dass wir erstmal einen Witz erzählen können vielleicht. Ja. Wir skinnen auch einen auf Humor. Dann machen wir einen Skill auf Karriere, damit die ein bisschen mehr Geld nach Hause bringen, weil sonst können wir nicht aufbauen. Und den nächsten Skill dann auf Romantik. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann skillen wir wieder auf Flirten. Also so, dass wir da ein paar Punkte hinbekommen. Dass wir kein Humor, dass wir da zwei Punkte haben. Denn Romantik 2 Punkte, Flirten 2 Punkte und 3 Punkte auf Arbeiten. Das wäre schon mal ganz gut, denke ich mal. Und dann. Okay, also Humor. Soll Niklas die Fähigkeit Humor erlernen? Aber na sicher das. Dann müssen wir mal kurz herausgehen mit den Knöpfen. Kurz mal die Knöpfe drücken. Und wieder reingehen. Na, passt ja. Wechseln. Humor. Was? Guck mal hier. Dieser Single kennt keinen einzigen Witz. Jetzt schon. Zack. Jetzt können sie beide Witze erzählen. Sie sind so gerade im Level gestiegen für die Witzeabteilung. Spaßvögli. Jetzt können sie sogar beim Vögeln Spaß haben. Nee. Spaßvögel. Nee. Also ihr wisst schon, ne? Irgendwas mit Vögeln und Spaß. Gut, weiter geht's. Im Moment gibt's erstmal nichts zu erzählen. Wir werden die beiden einfach mal machen lassen. Oh, sie schweigen. Warum schweigen sie? Wir gucken mal kurz. Oh. Ja. Oh Gott. Ich halte es nicht mehr aus. Ich sag ihnen jetzt, dass ich schwul bin. Das ist der Weg, dass er die Wahrheit sagen will. Guckt euch das an. Können wir noch ein bisschen runtergehen? Ich sag ihnen jetzt, dass ich schwul bin. Dann ist es raus. Nein, Tom. Nein. Du darfst es ihnen noch nicht verraten. Du bist jetzt an einem Wendepunkt, wo du entscheiden musst, willst du ihn haben oder willst du alles versauen? Er könnte Angst bekommen. Und dich kündigen, dass du raus musst, oder er geht sogar selber raus. Also, Tom, beherrsch dich. Tut mir leid, Tom, du kannst noch nicht deinen Einsatz bringen. Was ist denn mit Niklas? Warum schweigt denn jetzt Niklas? Oh, was ist aber gut hier? Und Niklas? Niklas denkt gerade? Er denkt, Mensch, komm mal hoch, ich sehe doch das nicht. Jetzt.
Denkst du, wir kriegen den richtig? Niklas denkt gerade, was ist los mit Tom? Warum guckt Tom so? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich habe doch gar nichts gesagt. Warum guckt er so? Guck mal hier. Warum guckt Tom so? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Frage ich ihn jetzt oder bin ich lieber still? Vielleicht kommt er von selber aus sich. Vielleicht kommt er von selber aus sich heraus. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ob die angespannte Stimmung, ob sie bleibt. Wir beobachten es mal. Wir werden nicht eingreifen. Also wir werden jetzt keiner am Fuß kitzeln oder sowas. Ah. Oh. Okay. Dann wasch mal einer noch schnell ab. Ich würde sagen, Niklas wäscht ab. Derweile kann Tom noch mal... Naja, kannst ja mal das Beauty-Programm abziehen nochmal. Aber diesmal kannst du Klo gehen, machst du mal frisieren und Hände waschen. Kannst dir einen schönen Scheitel ziehen. Nein. So. Frisieren, also er hat nichts von Niklas abwaschen. Aber warte mal, nach dem Ding muss doch der Müll voll sein. Also nicht voll, aber wir warten mal. Wir machen mal, dass er mal kurz sich hinsetzt, wenn er fertig ist mit Essen. Ja. Wir müssen sehen, dass erstmal Niklas aufsteht. Niklas wäscht ab, wenn er fertig ist. Er wäscht ab. Und was wollten wir machen? Niklas wäscht ab. Moment, Tom. Genau, warte mal. Wenn er fertig ist, dann könnte Niklas dann den Müll rausbringen und so weiter. Da muss ja dann was drin sein, theoretisch, oder? Der Müll vom Essen oder so. Hoffentlich. Ich hoffe es doch. Schauen wir mal. Boah, guck mal, er hat ja richtig gemütlich. Er sitzt ja ganz anders. Guck mal, jetzt sitzt er nicht mehr. Jetzt sitzt er noch ein bisschen schwuli. Also letztes Mal hat er so richtig anders da gesessen. So Beine so breit. Aber diesmal sitzt er so ein bisschen... Es sieht so ein bisschen schwuler, finde ich. Natürlich ist Quatsch, aber wie stellst du es jetzt einfach mal vor? Vorher hat er auf jeden Fall voll hetero-mäßig so. Klischee. Warte noch, ist noch nicht ganz... jetzt, oder? Glück gehabt. Okay, dann haben wir wieder einen Gleichstand. Genau, dann können beide schön, keine Ahnung. Niklas telefoniert nochmal. Das heißt, wir brauchen jetzt mal so eine Art Pausenfüller. Achso, er telefoniert, derweil kann er dann sich sozusagen schon mal schön machen wieder. Hier kommt die Frisiernummer. Müssen sehen, dass wir dann zum Abschluss kommen, damit wir aufhören können. Machst du das volle Vollfilmprogramm. Machst du aber schön. Was machst du jetzt? Alter, telefonieren? Jetzt geht's schon besser mit der Steuerung, oder? Das mache ich schon ein bisschen schöner, seid mal ehrlich. Schauen wir mal, wie es anspringt. Schauen wir mal die Werte von Tom. Also aufs Klo gehen ist auf jeden Fall der Renner. Klo gehen ist voll der Reißer, kann man sagen. Ja. Steht ja auch als Tipp. Das steht ja auch als Tipp. Aber das wollen wir sehen. Also die Schwuli-Nummer wollen wir sehen. Oh, schon vorbei. Ich dachte, wir sehen mehr. Di 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 di.
Warte, was hat er noch? Was hat er noch auf der Pfanne? Nichts mehr. Dann machst du jetzt noch erstmal telefonieren, ein bisschen Zeit zu schenken. Oder warte mal. Geh mal noch einmal mit Duschen. Du. Aber du bist nicht ganz clean. Und dann kannst du ja noch kurz... Bis jetzt hat doch keiner Fernsehen geguckt. Wir können ja mal einen romantischen Film gucken lassen. So als Abschluss. Und dann ab ins Bett. Lass noch einen schönen Pornochen, einen kleinen schwulen Porno, einen kleinen schmuddeligen, so einen richtig schönen kleinen schmuddeligen schwulen Porno. So viel Sch dabei, da ist so viel Sch dabei. Und dann schön angeschwult ins Bett, oder? Schön angeschwult ins Bett. So, dass das Bett schön warm ist. Gut. Oh, yeah, fruchtig. Jetzt geht ihm eine Birne auf, jetzt ist ihm Licht aufgegangen. Okay. Und danach macht Tom sich nochmal ein bisschen frisch. Niklas. Wir wollen noch mehr Zeit. Telefonieren noch ein bisschen weiter. Und danach bist du dann dran. Und dann könnt ihr beide diesmal früher, wird ein kurzer Sonntag. Wisst ihr, wird ja auch eine harte Arbeitswoche. Habt ihr gesehen? Die hat den Vorhang so zugezogen. Das hat man auch noch nicht gehabt. Sag mal, du willst schon wieder... Tom, es ist Sonntag. Du kannst ja hier nicht nackig durch die Gegend. Es ist Sonntag. Da musst du erstmal was anziehen. Zieh dich mal anständig an. Wieder. Zieh dein Triple-Dings an. Nicht du. Hier, Tom. Es gibt keinen romantischen Film, bevor du nicht angezogen bist. Du kannst doch nicht im Handtuch... Also, ich meine, wenn das jetzt Niklas sieht, ja... Tom sitzt auf der Couch mit dem Handtuch und guckt sich einen schwulen Porno an. Was soll denn Niklas denken? Ja, was soll denn bitte schön Niklas denken, wenn Tom sitzt mit dem Handtuch vor dem Fernseher auf der Couch und guckt einen schwulen Porno? Ich meine, da braucht man ja nur eins und eins zusammenzählen, nicht? Also. Pfui, Tom, pfui! Schäm dich! So. Gut. Jetzt. Wir müssen mal das Tom. Sieht das nicht vor Ihnen aus? Machst ja schnell, oder? Superman-mäßig, na klar. Achso, Mensch! Mensch! Niklas, hör auf zu quatschen, dein Beauty-Pflegeprogramm wartet auf dich. Du machst auch. Toilettchen. Du hast genug rumgeföhnt. Du kannst mal Zähne putzen. Das. Mal gucken, ob es reicht alles. Hör auf da jetzt. Oder warte mal, nee, ich habe eine Idee. Wir machen kurz einen romantischen Film aus. Du machst da nochmal ein Nickerchen, dann könnt ihr beide zusammen. Wir gucken beide zusammen romantischen Film. Ja, Mensch, beide zusammen. Nickerchen, los. Mach ein Nickerchen. Und dann kannst du ein bisschen warten, bis dein angebeteter Niklas da kommt. Der muss ich nur noch für dich frisch machen. Hm? Was hältst du davon, Tom? Ist das eine gute Idee? Tom, wir haben gerade beschlossen, wir geben dir die nächste Chance, ein bisschen näher zu rücken, indem wir beide zusammen deinen schwulen Kanal schaut. Ich weiß aber nicht, wie Niklas darauf reagieren wird, Tom. Ja? Also mach es sanft. Gut. Genau. Ranz mal auf der ranzigen Couch ein bisschen. Ratze mal ein bisschen auf der ranzigen Couch. Alles mit Rrr. So, Niklas, gib mal ein bisschen Gas, bevor Tom wieder aktiviert wird. Mach mal nicht wieder so lange da wie ein Heteroler sitzt wieder schon lange auf dem Klo rum. Wie sieht's aus? Ja, das scheint ihn ganz gut alles zu tun. Es wird doch schon, jetzt kommt die Abenddämmerung. Na, läuft ja, es läuft. Die Lampen gehen an. Die Lichter der Stadt. Wie wir bei ETS sagen, die Großlichter der Stadt. Nee, noch nicht ganz eigentlich. Beeil dich, Niklas. Wie frisch ist es eigentlich? Ja, ist auch. Mensch, wir kommen ja richtig frisch ins Bett. Richtig frisch geschniegelt und gebügelt kommen wir ins Bett. Und noch einen kleinen romantischen Film bevor uns ab. Eigentlich ist es die Zeit, wo die Kinder ins Bett gehen. Aber jetzt, oh, jetzt geht's los. Jetzt wird Romantikfilm aktiviert. Beenden, bitteschön. Und ab geht es. Oh. Gut. Aufwachen, Tom. Es geht los. Ach so.
weil ihr euch beide wieder im Weg steht. Jetzt? Jetzt. Mal gucken, wo Tom sich hinsetzt und wo Niklas. Er sitzt in der Mitte. Wie soll denn das jetzt gehen, wenn Niklas in der Mitte sitzt? Niklas, du bist ja mal der volle Hetero. Du sitzt dich mitten in die Mitte auf der Couch. Ja? Setz dich doch ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links. Nein, er muss natürlich genau in die Mitte sitzen. Ich bin hier der Mann. Ich glaube, es könnte sein, dass Niklas der Mann im Haus ist. Wenn sie beide mal später miteinander, wie sagt man, sich näher gekommen sind. Ja, von hinten, ne? Von hinten an die Schulter. Okay. Was ist das? Und wir sind gerade mit dabei. So, und danach, wenn ihr eure kleinen Ferkel-Filmchen fertig habt, geht's ab ins Bett. Dann reicht's für heute für euch. Dann habt ihr genug getan. Nackt machen. Und nein! Gehst du dich gerade nackt machen? Gehst du dich nackt machen in Niklas sein Zimmer? Mach dich mal nackig in dein Zimmer. Wir sind noch nicht so weit. Ihr seid beide noch nicht so weit. Und dann schön brühwarm ins Bett. Gut. Okay, dann. Wir sind heute vorangekommen, Leute. Habt ihr das Gefühl? Wer hat das Gefühl, dass es vorangeht? Habt ihr das Gefühl, es geht voran? Also ich sage, es geht voran. Ja. Auf jeden Fall Bungalow. Ganz viel Bungalow, bitte. Gut. Weiter geht's. Frisch gebügelt ins Bett. Es läuft, guck mal hier, wie es also das Scherzchen geht nach oben. Geht's bei beiden nach oben? Also Niklas springt voll drauf an. Ja, Tom auch. Das läuft. Halten die da gerade Händchen beide? Heimlich ohne. Wir halten die beide Händchen, ohne dass wir es mitbekommen sollen. So nach dem Motto, die verarschen uns oder so. Die sind beide schon so richtig ein Pärchen und verarschen uns. Nein, tun sie nicht. Jetzt, hier dein. Warte, wir müssen kurz zu Tom. Tom, deine Chance. Tom, es ist deine Chance. Du. Tom, wo bist du? Da. Warte. Tom, deine Chance. Du kriegst schon glasige Augen. Tom, deine Chance. Niklas hat gerade die Hand neben sich zu liegen. Du bräuchtest ganz unauffällig, ganz zufällig, brauchst du nur deine Hand über seine zu legen. So aus Versehen. So ein kleines Antatschen. So aus Versehen. Also hoppala so. Huch. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Niklas. Hoppala. Ein sanftes Drüberstreichen oder so. Komm, Tom, deine Chance. Du siehst das nicht, oder? Tom, du siehst nicht deine Chance. Guck, da liegt, da ist die Hand. Tom, deine Chance. Einfach die Hand drauflegen und sagen, oh, Entschuldigung, ich wollte auch meine Hand dahin legen. Ach, Mensch, Tom. Mach das vielleicht noch? Wir werden mal die Hand beobachten. Ah, ja, Bungalow. Ah, jetzt. Ja, Bungalow. Ah. Du machst mich hier ganz fertig. Oh nein, nicht das Handtuch. Hoch, jetzt ist es weggerutscht. Ich habe ja gar nichts mehr an. Nicht mich hier nervös machen. Wir sind gerade beim Porno gucken mit den beiden. Fertig der Porno? Der Porno ist fertig. Nein, Niklas guckt den längeren Porno. Niklas kriegt ja nicht genug, du alter Hetero. Oh, stopp mal. Oh Mann, Niklas. Die Tür war sogar noch auf. Niklas, du hast gerade was verpasst. Du hättest im Hintergrund, hättest du gerade Tom sehen können, wie er sich das Höslein runterzieht. Und dann hättest du sein Popöchen, sein glänzendes, süßes Mondlichtpopöchen hättest du sehen können. Niklas, aber ich glaube, das interessiert Niklas nicht. Wir gehen mal zur Tür und schauen, was Tom da macht. Lass uns mal von hier ganz unauffällig reingehen. Ich hab's gesehen. Ich wusste das doch. Dann gucken wir mal kurz, wie er ins Bett geht. Nein, ich hab jetzt nicht aus seinem Popöchen geguckt. Ich hab eigentlich eher aus Fenster gesehen. Wir gucken mal ganz vorsichtig um die Ecke. Spannermäßig. Wir sind jetzt die kleinen spannermäßigen Heinzelmännchen.
Okay. Niklas, es ist Schlafenzeit, glaube ich. Was guckst du da für einen langen Porno? Oh, guck mal, Niklas ist schon völlig erschöpft vom Porno gucken. Der ist schon fast, die Energie ist schon fast weg. Niklas, hör jetzt auf, da rumzuspielen. Es ist Schlafenzeit. Niklas, ab ins Bett. Was haben wir? Niklas, ins Bett. Wir wollen jetzt aufhören, Niklas. Hör auf jetzt mit dem Porno. Kleines Ferkelchen. Ah, jetzt. Was sag einmal? Was hast du für ein Porno geguckt? Nein, nein, du darfst das gar nicht sehen. Ah, die Lampe, die Lampe. Oh nein, die Lampe. Oh nein, die Lampe. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war's. Gut. Das war ein glorreicher Tag. Jetzt geht es ab in den Montag. Aber nicht mehr heute. Speichern erstmal. Läuft das noch? Nein, gut. Ach, herrlich. Gut, schön gemacht. Klack. So, jetzt erstmal. So, erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die YouTube-Leute, ja. Und wie immer sagen wir, oder was heißt wie immer? Neuerdings sagen wir, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Wie wird es weitergehen? Wird Tom und Niklas zusammenkommen? Im Moment scheinen wir guter Dinge zu sein. Wir kommen voran. Wir haben die ersten Blümchen gesehen, die ersten sanften Blicke. Ja, wir hatten die ersten Touch-Möglichkeiten, die wir aber nicht genutzt haben, weil wir ja dezent sind und so. Jedenfalls, es geht voran. Zwar langsam, aber es geht. Und es geht deswegen langsam voran, weil wir natürlich immer zwischendurch die Pausentaste drücken. Nein, weil wir Zeit brauchen. Die beiden brauchen einfach Zeit. Gut. Jetzt aber, ich schalte ab. Tschüss. So.